Hallo und herzlich willkommen zur goldenen Klo-Rolle des Jahres. Batschen diesmal weg. Und abschließende Karte. Was ist denn jetzt hier eigentlich? Kommen wir hier noch durch? Ist hier noch was? Nee, ne? Ja, wir gucken uns Warnfinders an. Wir haben diesen wunderschönen Raum gefunden. Ich nicht so ganz genau, ist das jetzt hier vorbei? Ja, ich denke, der Raum ist damit abgeschlossen, oder? Und erstmal schön furzen. Was okay ist für mich, weil ich habe nämlich gerade Pizza gegessen. Könnte da erst furzen, okay. Ich will noch mal ganz kurz darauf aufmerksam machen, dass hier tatsächlich so eine Linie ist. Ihr seht das hier. Die habe ich tatsächlich nicht gesehen beim letzten Mal, aber... Ich habe gedacht, das sieht aus wie ein Schrank. Aber jetzt merken wir uns mal, dass wenn hier so Rampen entstehen, ne, da müssen wir einfach mal ein bisschen aufmerksam gucken. Naja, gut. So, wir haben noch nicht alles gefunden. Das ist natürlich bedauerlich. Ich denke mal, diese Folge wird das wahrscheinlich auch noch dauern, alles zu finden. Ich weiß gar nicht so genau. Hoch geht's nimmer. Runter. Draußen geht es nicht raus. Das war die Garage. Ja, das hatten wir auch. Ehrlich gesagt weiß ich dann nicht so ganz genau. Wir können mal außen rum gehen. Vielleicht kann man da jetzt irgendwie jetzt irgendwas sehen oder machen, was man vorher nicht konnte. Nee. T oder F. Oder muss man vielleicht doch noch mal über die Garage springen. Hier war ja auch noch was zu sehen. Genau, da liegen ja auch noch Sachen. Das heißt, man muss irgendwie noch mal rauskommen. Also, irgendwo muss es einen Ausweg geben. Also, oder einen Schlüssel für irgendwas. Das ist wieder ein Spaß hier. Wo wird es ja einen Schlüssel geben für das Stockwerk? Also wir müssen halt hier rauskommen, das ist das Ding. Du hast keinen Schlüssel. Wo kann denn so ein Schlüssel sein? Also hier ja nicht, oder? Muss man sich einfach alles noch mal ganz genau angucken. Ist halt nicht so einfach irgendwie, ne? Hier ploppt man irgendwie immer auf, aber hier sieht man keinen Schlüssel. Man würde das wahrscheinlich... Ja, ist ja gut jetzt. Ah, sieht dieses Gefurze. Sag mal. Was denken die denn, wie viel Bohnen man gegessen hat? Oder wie viel man... Furzt ihr so... Also... Würde ich jetzt nicht zu nahe treten, aber furzt ihr so häufig? Ich jetzt nicht. Also, selbst wenn ich Zwiebeln gegessen habe, dann... Ja, kann schon mal passieren. Aber jetzt nicht in dem... Man setzt sich hin und ständig ist irgendwas los in der Hose. So, nun auch nicht. Tja, was soll ich sagen? Also hier ist jetzt irgendwie nichts mehr, oder? Das, warte mal, hier gucken wir noch mal rein, aber hier war jetzt aber auch wirklich nichts mehr eigentlich. Ich meine, er kann natürlich jetzt hier irgendwann eine Wand hängen, was natürlich völlig irrsinnig wäre, weil wer hängt denn seinen Schlüssel an die Wand? Also ich meine, ihr seht hier, da kann man irgendwie, man muss da jetzt raus. Das ist definitiv the way to go. Wir gehen noch mal hoch. Vielleicht kann man eins der Fenster irgendwie öffnen.
Versuche mal so von der Seite zu gucken, um irgendwo einen Schlüssel zu sehen, aber würde man sagen, ist nicht. Wenn das wäre jetzt hier noch eine Lösung für mich, hier rauszuhüpfen. Aber offensichtlich kann ich das hier nicht machen. Suchen Sie nach einer lauten Uhr. Das geht eben auch nicht. Also, da kann man natürlich sagen, jetzt bin ich aufgeschmissen, weil ich nicht weiß, wo es weitergeht. Okay, das ist jetzt aber nicht die Lösung des Problems, dummerweise. Ist ja die Frage, ob man jetzt vielleicht die Axt aufwerten muss. Ist das denn so vielleicht eine Idee? Ich meine, das wäre halt das Einzige, ne? Hier raushüpfen und dann über das Dach quasi. Gucken wir mal. Wir gehen mal an den Automaten und gucken mal, was da draußen steht. Vielleicht gibt es hier sowas wie. Da ist der Automat. Vielleicht gibt es hier sowas wie mehr Schaden. Nico! It should work! Und diese Axt kann jetzt Stufe 2. Hm, gucken wir doch mal das mal an. Hier ist aber auch nichts mehr. Ich meine, ja, die Büsche und so sind halt auch extra so gesetzt. Na, ihr seht schon, da kommt man halt auch nicht rein. Also die Büsche sind auch schon so, ja, Levelbegrenzungen. Ja, man könnte versuchen, von da nach da oben zu springen. Aber dafür muss man halt da das Fenster. Das ist das einzige Fenster, was quasi geht, ne? Hier ist halt auch wieder zu. Also da ist definitiv das, wo man dann hin muss. Also, ne, Freunde, ich scheue mich auch nicht, irgendeinen Guide mir anzugucken. Das ist aber auch ein bisschen buggy hier, oder? Ich meine, das hätte man, könnte man doch sonst aufsammeln. Jetzt hier an der Stelle scheinbar nicht. Und hier schwebt Kette. Ach, das war von der Option wahrscheinlich, ne? Und dass der Schlüssel jetzt hier woanders hängt, ist ja wahrscheinlich auch unrealistisch, oder? Ich meine, das finde ich natürlich richtig krass. Upsa. Aber wir hatten die ja schon also einmal leer geräumt. Aber ganz ehrlich, das ist jetzt das Einzige, was mir einfällt. Ich meine, alles andere ist auch wirklich. Und den Dietrich schaltet man ja automatisch an. Also der kann es auch nicht sein. Benutze den Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Ja, wenn du mir sagst, wo der Schlüssel ist, mache ich das auch. Das ist gar kein Problem. Aber es ist jetzt nicht so, dass der hier irgendwo daneben hängt oder so. Das wäre natürlich mega peinlich. Ist nicht drin. Tja, jetzt kann man natürlich überlegen, entweder. Ich habe nichts gesagt. Alter Verwalter. Hallöchen, wunderschöne Sache. Ja, so, können wir mal die Map noch abschließen heute. Fußmatte nehmen wir mit, die war noch intakt. Ich hatte dem letzten eine bei Aldi gesehen, da stand auch Home drauf, das finde ich auch toll. Aber da Aldi keinen Preis ausgeschildert hatte, habe ich gedacht, nee, lass mal lieber. Nachher kostet der Spaß irgendwie so, keine Ahnung, 15
Euro. Ich bin nicht gewillt, 15 Euro für eine Fußmatte auszugeben, einfach so gerade, wenn ich nichts anderes zu tun habe. Ja, guck mal, jetzt gibt das hier richtig Asche. Also, ich meine... Holz ist auf jeden Fall am Start jetzt hier. Damit können wir alles reparieren. Definitiv. Eieieiei. Das hier ist irgendwie auch kurios, oder? Hm, interessant, interessant. Also, das ist ja... Oh. Oh, wait. Guck mal. Oh, wait. Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich einen Knopf drücken oder was? Wie krass. Ah, ich bin schon ein krasser Gamer, ne? Also, kann man nicht anders sagen. Wie ich das wieder rausgefunden habe hier, das ist ja unbelievable. Gut, war vielleicht gar nicht so schwierig jetzt, aber ey. Die Dame kommt mal mit. Ja, und die Axt macht sich wirklich bezahlt. Das kann man anders sagen. Man sammelt viel mehr Materialien auf. Man guckt doppelt teilweise da raus. Das ist echt nicht schlecht. Und da ist die Auftragsuhr. Hiha. Ja. Ich sehe es. Ist das jetzt hier leergeräumt? Das sieht schon sehr leergeräumt aus, oder? Ja. Kann natürlich auch nicht hier rausgehen und irgendwie alles verpasst haben. Das wäre auch blöd. So. Na, ja, das Lagerfeuer ist natürlich ein bisschen kurios. Das erinnert mich halt gleich wieder an diesen Agenten, der eigentlich immer beim Lagerfeuer gestanden hat. Ich schätze mal, wir haben da hinten noch einen Gegenstand und dann ist, glaube ich, hier Feierabend, ne? Haben wir jetzt wirklich, wie viel haben wir da? 84. Ich sag mal, bei Holz müssen wir uns so gar keine Gedanken machen. Ja, gar keine. Oh, hier können wir es graben. Endlich mal wieder. Graben mit der Palme. Hm. Ja, wundervoll. Ist das dein letzter Gegenstand? Nee, ich schätze nicht, ne? Nee, muss noch einer sein, aber ich glaube, hier hinten war noch der, genau, der hier. Das sollte der letzte sein. Dann haben wir es geschafft. Dann haben wir die Map abgeschlossen. Ach Gott, sei es gelobt. Meine Güte. Ich mag es, wie er sich freut. Also ich mag es wirklich, wie er sich freut. Finde ich gut. Gut, also abgesehen mal von dem Schlüssel, muss ich sagen, war die Map doch einfach. Dass der Schlüssel da halt so an der Wand hängt, naja. Das hätte ich mir anders gewünscht. Aber egal, wir haben viel Geld gemacht. Wobei, mir fällt auch wieder auf, wir haben schon wieder Geld verloren für irgendwas. Ja, das soll jetzt nicht gut für. So, 17 von 17, 1 und 1, 3, 3, 3, 1. Jawohl, dann bitte zurück. Wunderschön. Habe übrigens noch eine halbe Pizza hier liegen. Die werde ich mir nach dieser Folge schön reinzwiebeln. Die ist mit Mozzarella und Käse und Oliven. Los, Onkel Billy. Gut, gucken wir mal, ob wir was sauber machen müssen oder was reparieren müssen. Nö, nö, nö. Hier können wir es sauber machen. Hier, guck mal, du kommst mal mit. Du wirst mal sauber gemacht. Einmal schön sauber machen hier.
So. Was ist denn das? Hat der uns ausgesperrt? Kann denn das sein? Hätte uns jetzt, wenn du fertig bist, geschlafen. Ah ja. Wow. Meine Güte, okay. Wir haben richtig viel krassen Stissel am Start hier. What the heck? Wusste ich gar nicht, dass wir so viel gesammelt haben. Naja, gut. So, noch irgendwas dreckig. Hier ist noch die Auftragsuhr, die geben wir noch ab, ja. Und dann haben wir immer noch zwei Sachen. Okay, gut, 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 gut. Machen wir doch erstmal die Auftrag klar hier. Für 380. Gut, ich denke, dass wir da ganz schön viele, dass wir Geld bekommen haben. Oder Geld bekommen werden. Für die Dinge, die wir verkaufen. Ja. Naja. So, hier kann man noch was freischalten. Und hier und hier. Und da, dort. Und da. So. So, okay, hier haben wir nichts. Haben wir hier noch was bekommen? Das finde ich ein bisschen unübersichtlich. Also was heißt unübersichtlich? Das finde ich auch echt ein bisschen, naja, nervig eher tatsächlich. Am Anfang ist das schon nett. Bin mal gespannt, wie viele Maps es hier gibt. Ich hatte ja, glaube ich, letzte Folge gesagt, ne, der Spielefreund, der Chris aus Hannover. Schöne Grüße, ne, falls du das sehen solltest hier. Du wirst bestimmt mal reingucken, oder? Egal, jedenfalls, der hat, ich glaube, 34 Stunden gespielt. Aber da weiß ich auch nicht, ob der nochmal das DLC gespielt hat oder sowas. Keine Ahnung, kann man ja so schlecht sehen, ne? Ist halt bei Steam nicht richtig gut einsehbar. So, gucken wir mal ganz zurück. Achso, warte mal, hier steht sogar, also erstmal haben wir alles, das ist schon mal gut. Und hier steht auch, 21,3% haben wir vervollständigt. Das sieht doch gut aus. Gut, so. Oh, warte mal, lass mal ganz kurz nochmal bei der Customization gucken. Was haben wir denn hier noch für eine gute alte Schaufel? Theme-Park-Schaufel, ne? Die ist jetzt... Nehmen wir mal den hier. Das Upgrade-Tool. Dann nehmen wir mal den Standard-Verbesserer. Ich will mal ein bisschen durchvariieren. Das fand ich langweilig. Das hat mir ausgewählt. Und den haben wir noch gar nicht, den Hühnersonar. Hm. 195. Was macht der denn so? 301. 115. 465, 95. Also ich würde denken, ja, ich würde denken, wir kommen echt auf ein paar gute Pinzen. So, und da oben ist immer noch die Golden Claw Roller. Wir könnten hier mal gucken, ob wir hier einiges zusammenkriegen. Drei Teile fehlen, sechs Teile fehlen, vier Teile fehlen, vier Teile. Vier Teile, drei Teile, vier Teile, nochmal vier Teile, drei Teile. Hier kann man leider nichts machen und das Auto können wir auch verkaufen. Für 1345. Nice. Ja, dann würde ich noch sagen, Laden zu. Mal irgendwie überlegen, wie könnte man denn da hochkommen? Wie könnten wir da hochkommen? Es muss ja irgendeinen Weg auf dieses Dach da geben. Anders kann ich mir das ja nicht denken. Hier vielleicht. Wenn man jetzt hier auf dieses brennende Fass springt. Naja gut, es muss nicht brennend sein. Es reicht ja vielleicht auch einfach, nur hier auf das Vordach zu springen. So. Ja, das funktioniert.
funktioniert halt irgendwie nicht. Jetzt müssen wir mal ein bisschen näher ran. Komm schon. Ich weiß, du willst es auch, dass ich da hochkomme. Ich will nämlich die goldene Klorolle haben. Okay, pass auf, dann machen wir Folgendes. Dann setzen wir das Ding auf den... Aha, guck mal hier, auf den Tisch. Ist da vielleicht eine unsichtbare Wand? Kann das sein, dass man da gar nicht hochkommt, weil unsichtbare Wand... Ja, habt ihr das gesehen? Ich springe immer so zur Seite. Das ist ja crazy shit. Pass auf, dann nehmen wir den Tisch mal mit. Versuchen es hier nochmal. Haha, so. Goldenes Klopapier, ich komme. Ach, wie schön. Na, das war ja super einfach. So. Und den Tisch packen wir da hin, damit wir ein bisschen Deko haben, finde ich. Deko ist schon ein bisschen wichtig. Ne? So, wie sieht denn das überhaupt aus? Wir haben schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, würde ich sagen, passen da rein. Und vielleicht auf der anderen Seite, also oben drauf auch nochmal. Sonntag. Ja, Sonntag. Oh, wir haben eine neue Mail. Oh, da müssen wir mal gleich mal gucken. Unseren Laden. Wir können ein paar Sachen verkaufen. Los geht die wilde Fahrt. Wir gucken uns natürlich auch die Mails an. Ungelesen Miko. Bieterkriege Stier-Event. Ungelesen. Oh, hallo Bahnfinders. Ich habe einen Job für euch. Ich brauche das Bodenradar, das mein Bruder mir gestohlen hat. Es sollte auf seiner alten Ranch sein. Könnt ihr es für mich auftreiben? Ich bin zu fett und zu faul, um dorthin zu fahren. Ciao. Machen wir demnächst einen Pokerabend? 580. Aber Halleluja. Machen wir das. Wo bist du denn? Stiller Wald, da sind wir ja noch nicht fertig, ne? Tante Marys Haus, da sind wir fertig. Otis Ranch. Reisen, 5 Kanister. Können wir schon mal kaufen. Haben wir das schon mal. Big C. Bit Wars. Der Stier irgendwas, ne? Lass uns da nochmal lesen. Da gibt es noch einen Stier. Willkommen, Bahnfinders. Miko lädt euch herzlich zu unserem Sonderevent Die Bieterkriege ein. Hier könnt ihr euer Geschick und ein scharfes Auge beweisen. Wir sehen uns im Event. PS, bringt unbedingt Geld mit. Einen Haufen Geld. Ja, das ist dann das hier unten. Hier ist übrigens das Alien mit dem Mond. Das finde ich auch sehr interessant. Da brauchen wir auf jeden Fall die Axt und das Ding hier. Und die Lockpicks, aber die haben wir ja alle. Oder? Nochmal hier gucken. Nee, 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 nee. Ich wollte hier reingucken. Welcome to Miko Shop. Na, wir geben mal die 400 noch aus. You can tell you have great taste. Dear customer, no returns. No returns. Und wir haben irgendwie noch eine Mail. Also ich habe irgendwie schon wieder eine neue Mail. Oh, hier. Wollen Sie schon immer mal ohne zusätzliche Arbeit als Geld dazu verdienen? Dann verkaufen Sie Ihre Unternehmen an mich, Martin Sparrow. Mit meinem etablierten Netzwerk aus seriösen Geschäftsleuten können wir Ihre Träume wahr werden lassen. Schicken Sie uns einfach eine Mail an garantiertkeingeldwäscher@mafia.maf. Alles klar. Und speziell für Sie haben wir einen Stand gebaut, an dem Ihre Besucher Ihnen einige Artikel verkaufen können, die Sie nicht benötigen. Holen Sie sich den besten Preis und verkaufen Sie ihn dann selbst mit Gewinn. Einfach. Kunden stehen für Ihr Pfandhaus. Was heißt das jetzt? Können wir jetzt tatsächlich was kaufen? Nee. Welcome to Miko Shop. Dear customer, beloved customers, cash only. See you later, partner. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben jetzt hier wirklich ordentlich aufgemacht und es kommt kein Kunde. Das ist ja etwas bedauerlich. Also ich glaube, dass das hier auch irgendwie später nochmal... Oh, da ist schon wieder jemand. Hallo? Zwei sogar. Einer ist am Auto. Haben wir denn was? Haben wir denn was? Haben wir denn was? Komm.
Juhu, $4. Ja, komm, machen wir noch mal. Ja, komm, wir verkaufen es dir. Das ist ja hier der Falschen hier. Naja. Während der Automensch da hinten wartet. So, jetzt gucken wir mal. Das Ganze kostet 1345. Okay. Haben wir schon ein bisschen was gewonnen? Oh, wow. Verkauft. Naja, so ein bisschen noch dazu. Wir versuchen es nochmal. Ah ja, und kriegen mal die Verlustleistung. Das verkaufen wir. Nimm's mit. Ja, nimm's mit. Wir sammeln so viel Geld, wie irgendwie geht. Ja, und dann gucken wir mal. Vielleicht können wir hier nochmal ein bisschen aufladen. Ne, können wir nicht. Hier hängt doch die Kanone noch. Oh. 98, neues Radioempfänger. Ja, komm, dann falsch doch mal. Ah, fuck. Ich hab den falschen nochmal. Ja, easy. Mhm. Cool, ja. Tschüssing. Und Sie, junger Mann, wollen Sie Puppe? Ich weiß ja nicht wofür, aber gut. Auch wir falschen. Ja, volle Punktzahl für $10 extra. Ich finde, wer so eine schicke Puppe haben möchte, der bezahlt auch gerne ein bisschen mehr. Mhm. Danke. So. Ob das mehr Geld gibt, wenn man das aufwertet? Wir können das natürlich mal gucken. Nein. Oh, Oh, Männchen, mal Sie da. Sind doch gar kein... Raus hier. Und Sie da sind doch auch keiner. Der MAB dient und schützt. Meistens Miko. Ja. Und du so? 301 für den Tisch, da geht doch ein bisschen mehr, oder? Alles klar. So, gib mir dein Geld. Hast du ein paar besondere Gegenstände? Ja, guck dich nochmal um. Schöner Laden. Ja, ja, ich finde auch. Jetzt ist er weg. Upsa. So, den haben wir. Hier ist der schon wieder. Auch schon wieder. Na gut. Es sind, glaube ich, auch immer die gleichen Menschen, die hier unseren Kram kaufen. Und die müssen ja mittlerweile wissen, dass nicht alles, was hier an Preisen steht, auch wirklich das ist, was sie bezahlen müssen. So, was ist denn jetzt... Figur sprechen. Sagt dir der Name Whoopi Gray irgendwas? Hupsa. Ach du schon wieder. Guck mal, du kommst immer an der gleichen Stelle. Das ist natürlich auch schön. Oh wow. Na, tut mir leid. Verkaufen wir dir. Yam, yam, yam. Oh ja. Haha. Oh yeah. Okay. Sind wir hier, die Puppe ist leer. Wir haben nichts mehr dafür. Tatsächlich auf Regalen noch 10, auf Lager 0, im Auto 0. Wir haben nichts zu reparieren, nichts zu waschen und zusammenbauen können wir auch noch nichts. Nee, du bist doch Bobby Gray. So, dich zocken wir ordentlich ab. Du bist nämlich ein Alien. Also ich weiß nicht, der ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich verstehe das nicht genau. Der nervt einfach nur. Schöner Laden, da war doch Bobby Gray gerade dabei. Unnütz. Was genau willst denn du jetzt kaufen? Weiß man nicht genau. Dann nehmen wir das hier. Ja, meine Damen und Herren, wir sind jetzt am Ende der Folge angekommen. Ich würde mal sagen, das war's für heute. Ja, wir machen mal den Laden zu und dann ist mal Feierabend, würde ich sagen. Ja,
Wir müssen mal unsere Regale wieder neu auffüllen. Also vor allem hier, der hängt zu wenig. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Und nächste Woche, nächste Folge geht es einfach direkt zum nächsten Auftrag. Ja, bis dahin euch eine gute Zeit. Macht's gut. Tschüss.